Und weiter geht's hier bei der 4x-Beziehung mit eurem Krabbe und der, ich glaube, 39. Episode von Secret of Mana. Wir sind immer noch in der Republik Tessnica. Im Schloss irgendwas. Passt schon. Hier haben wir also... keine Ahnung, das gemacht, die Gemächer des Königs gefunden oder so, ich weiß es nicht. Hier gibt's aber auch nichts sonst, von daher, was sollen wir hier noch länger machen? Ihr und der Spion, damit habt das aber auch, ne? Ach, sieh mal einer an, so schließt sich der Kreis also. Ich hoffe, ich habe hier links nichts übersehen durch das Durchrennen. Aber das wird schon passen. Ja, das ist schon in Ordnung. Wer ist der Spion? Die Frage, die sich in dieser Episode stellt. Ah, hallo König. Ey, ich wollte erst mit den Wachen reden, du Arschloch. Was bist du denn für ein Lappen? Kanzler, aber eine Krone tragen. Ich glaube, ich spinne. Und uns dann verdächtigen. Ja, sehr nett. Danke, Arschloch. Oh mein Gott, er hat keinen Schatten! Aha. Und der Kanzler ist ein Samurai, ja? Das ist doch auch mal was. Wie wär's erstmal mit der Analyse? Und du setzt... was setzt du denn mal ein? Probieren wir es einfach mal durch. Wir fangen mit Eis an auf den dunklen Assassinen. Huiuiui. Hier, Arschloch. Oh, verfehlt. So, das war das Erste. Dann geht es jetzt weiter mit Erde und du setzt Licht ein. Und jetzt könntest du uns buffen. Kritische Treffer, also... nicht buffen und du könntest jetzt Wind einsetzen. Ui, 999. Ui, ich weiß nicht, was hier passiert ist, aber irgendwas hat ihn ziemlich zerfickt. Ah, war es das noch nicht, oder? Ah, okay. Ja, jetzt ist alles wieder dufte. Ja, natürlich. Es ist schon mal einer an dir vorbeigekommen. Und ich glaube nicht, dass sich daran was ändern wird. Das ist bitter. Aber hier sind wir. Wir waren only our sand ship is still in service. It patrols the desert for imperial troop movement. Ja, das ist bitter, ne? Hey. Ups. Ja. Da sagst du ja mal was. The Republic of Tasnica and Kingdom of Pandora and the Gaia Lowlands are allies. Okay. Well done. Sir, the Mennonite I spoke of has defeated the spy. I can't believe it. Saved me from a terrible fate.
Gerne. Ein Orb? Oder was? Ein Schwertorb, yippie. Perfekt, besser kannst du nicht laufen. My mission is to stop the Empire's takeover at any cost. Find Sage Jock. He will teach you about true courage. Hang in there. Okay. Dann ist es jetzt also soweit. Das könnte die erste schwierige Aufgabe werden. Schauen wir mal. Ich glaube, das. Oh, jetzt stehen hier auf einmal Leute. Das ist aber nicht schön. Gefällt mir aber gar nicht. You're in the bustling heart of the castle. The Empire can try as hard as they like. You're in the Empire. Okay. Dann müssen wir jetzt einmal eine Runde drehen. Das ist ja ärgerlich. Naja, hast du noch was zu sagen? Okay. Du also nicht. Dann drehen wir jetzt einmal lustig den Kreis. Der Krieg ist schon längst im Gange, du Vollidiot. Hier ist nichts. Okay. Hier ist auch nichts. Aber ich bin ja mal gespannt bei dem Händler. Ob wir dort vielleicht neue Ausrüstung kaufen können. Ja, ist so was. Und trotzdem mussten wir wieder den Kanzler retten, ne? So viel dazu. Ja. Ich weiß es auch nicht. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Ja, so ist es. Ja. Klasse. Oh, herrlich. Solche kleinen Unterhaltungen sind immer witzig. Jetzt haben wir es fast. Jetzt müssen wir noch einmal hier die Runde drehen und dann war's das. Oh, da steht ja auch noch jemand. Ja. Hier steht aber niemand. So, was gibt's zu kaufen? Ah. Das ist, ja, toll. Alles nichts Neues. Gelee Royal stellt TP komplett wieder her. So. Gelee Royal, war das damals nicht einfach Honig? Moment. Während ich hier rausgehe, werde ich das nebenbei wieder mal nachschlagen. Ich glaube, das war damals einfach Honig. Secret of Mana. So, jetzt haben wir es hier. Der Honig. Einsatz. Oh, diese Seite ist so nutzlos und scheiße. Ja, das war bestimmt Honig, also. Weil ich jetzt auch einen Artikel gefunden habe zu Secret of Mana und Honig, von daher.
kommt man darauf, Honig umzubenennen in Gelee Royal? Also, man muss echt kernbehindert sein. Junge, ey, meine Fresse. Also, mit den Übersetzungen haben sie sich echt keinen Gefallen getan. Das ist echt sowas von bescheuert. Jo, dann wissen wir ja, wo wir jetzt wieder hin müssen. Nebenbei. Ach lustig, wir sind gerade irgendwie ganz, oder in der letzten Folge, ganz blöd dran vorbeigeflogen. Das ist ja direkt nebenan. Naja, was soll's. Ich hoffe, das geht jetzt gut. Vielleicht sollten wir da vorher einmal speichern. Und zwar... Wo ist es denn, wo wir speichern können? Da ist es. Wobei, hinlegen können sie sich auch einmal. Und eine Sequenz. Nothing is as tall as the lofty mountains. Yeah, the uninterrupted view from so high. I've never seen anything so thrilling. Wait, isn't the view the same when we were riding on Flammy? Flying on Flammy makes all the creatures below us look like ants. It feels fantastic zooming through the air, right? Yeah, but the scenery is different on a mountain instead of on a dragon. Yeah, I've always had my suspicions, but I think this proves it. Sis? No, I'm not. How come you hadn't looked at the view from high up and... The wind shear when riding Flammy is too strong. I can't open my eyes without getting grit in them. Really? Well, I guess next time we should ask Sophie to stop the wind for us. That's a silly thing to bother an elemental with. Don't worry about me. Natürlich, das hast du jetzt. I'm right, aren't I? I am not. They never miss an opportunity to pick on each other. Ja, ist doch ganz witzig. Wir könnten jetzt noch... War der Schmied auch hier irgendwo? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir könnten das Mana-Schwert nämlich noch aufwerten. Ja, Spielstand bitte sichern. Und... Mana-Schwert aufwerten, vielleicht gar keine schlechte Idee. Wenn er denn hier irgendwo war. Ja, perfekt. Können wir jetzt das Mana-Schwert noch aufwerten? Jetzt haben wir Masamune. Perfekt. Und jetzt nach Süden. Ja, lasst euch bitte nicht treffen. Oder nicht zu häufig treffen. Ach ja. Ups, das nicht. Das ist zwar so ähnlich wie eine Peitsche, aber doch keine. Es ist echt ärgerlich, dass man nicht oben landen kann. Ah, lass das. Schlummerblume, nichts da. Komm schon. Ich glaube, damals war das so, dass man hier oben landen konnte. Naja, was soll's. Jetzt geht es also an die Prüfung ran. The mountain caves to meditate. Tread light. Before you sits his reverence, the wise old sage Jock. Uiuiui. I'm his disciple, Jeff. Before you sits, I'm his. Das grobelte Gurkenstern. Supi. His sageness speaks in the old. You heroes must undergo a test.
conquer the ones within to understand. Will you proceed? Oh, oh. Ja, das wird jetzt ein bisschen anspruchsvoller. Ich hab's zumindest so in Erinnerung. Also, probieren wir unser Glück. Ach, wir sind nicht sofort da. Das habe ich auch noch gar nicht so in Erinnerung. Ja, dafür habe ich jetzt aber echt keine Zeit. Ohne Quatsch. Ich würde das gerne noch schaffen in dieser Episode. Von daher rennen wir jetzt einfach durch. Ja, Kontermagie am Arsch. Kann sein, dass wir heute mal ein bisschen überziehen müssen, weil das würde ich echt gerne in dieser Folge schaffen. Oder zumindest probieren. Ob wir es schaffen, ist die andere Sache. Weil das hatte ich jetzt auch echt nicht mehr in Erinnerung, dass man hier noch durch eine Höhle muss. Ich dachte, jetzt kommt sofort die Prüfung. Nichts da. Magiesog am Arsch. Ach nö, ne? Meine Fresse. Oh, falscher Charakter. Ja, supi. Magiesog, ne? Weil man's ja hat, ne? Scheiß Wichsfallen. Ja, die haben sich irgendwo wieder aufgehangen. Ja, toll. Ganz toll. Meine Fresse. Jetzt weiß ich auch gar nicht mehr, welche Waffe sie zuletzt. Ich glaube, den Bogen. Was soll's. Ja, toll. Ganz phänomenal. Ey. Es ist zum Kotzen. Ja, Magiesog, ne? Ey, nicht schon wieder. Diese überflüssige Scheiße. Ja, genau. Damit ich gleich in den Kampf ohne Magie gehe, ne? Ja, da haben wir es nämlich. Gegen die Doppelgänger. Hoi. Jetzt fangen wir an. Erstmal müssen wir dafür sorgen, dass hier Magie so schnell wie möglich ausgeschaltet wird. Und deswegen... Doppelgänger und Doppelgänger. So, und jetzt ist es schief gegangen, oder was? Komm schon. Ah, ah, hier. Beide getroffen, oder? Jetzt... Vielleicht mal Feuer. Und... Vielleicht mal Erde. Bisher setzen die auch keine Magie ein, das gefällt mir. Oh, ein Doppelgänger ist schon weg vom Fenster. Und... Hier. Kritische Trefferfähigkeit erhöhen. Und jetzt vielleicht... Die, die auch Magie hat. Und... Du könntest jetzt mal... Wind einsetzen. Und du könntest... Nochmal Licht einsetzen. Wobei ich nicht weiß, ob das was gebracht hat. Das Licht hat anscheinend immer verfehlt. Ah, ja, macht das nur, ne? Oh, was ist das?
Okay, es war doch leichter als erwartet. Von daher. Alles gut, ne? Können wir zurückgehen. Uiuiui, welche Überraschung! Okay. I've been waiting for you to find your inner strength and become the heroes we need you to be. Go now. The Emperor seeks to raise the sunken continent. You'll find the Mana Palace on a small island near the Coral Reef. Something evil seems to have broken the barrier sealing it away. You have no time. Hurry! Yeah. Good luck! Kann man hier jetzt eigentlich nochmal leveln? Das würde mich interessieren. Das finde ich gut, das finde ich sehr gut. Dann werde ich nämlich jetzt diese Ausgabe beenden und anschließend erstmal die Waffe wieder aufs Maximallevel bringen. Die Zauber, besonders Lunatic muss ich da ja einige Level steigern. Und an sich werde ich, denke ich, auch einmal hier durchmarschieren, weil ich da ja jetzt nicht die Gegner besiegt habe, um zu leveln. Damit das in dieser Episode alles noch so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Von daher, Leute, macht's gut.